Willkommen zum Video über die vertikale Verschiebung. Nach diesem Video kannst du die vertikale Verschiebung bestimmen. In den vorherigen Videos hast du bereits die Amplitude, die Kreisfrequenz und den Nullphasenwinkel kennengelernt. So, stürzen wir uns in die Sache. Dieser Graph gehört zur Funktion f von x ist 1,5 mal Sinus von x. Hier haben wir keine vertikale Verschiebung. Hier schon. Um c herauszufinden, betrachten wir den Schnittpunkt unserer Funktion mit der y-Achse. C ist dann dieser Bereich. Wir können den Wert ganz einfach ablesen. F von x ist gleich 1,5 mal Sinus von x plus 1. Pausiere nun das Video und probiere hier c selbst abzulesen. Alle anderen Parameter habe ich bereits für dich ausgefüllt. C hier abzulesen ist leider nicht ganz so einfach wie zuvor, weil wir haben eine Verschiebung und die müssen wir mit einrechnen. Um C abzulesen, betrachten wir irgendeinen Wendepunkt. Ich nehme jetzt mal den. Um C genauer abzulesen, zeichne ich mir hier eine Hilfslinie ein. C ist dann dieser Bereich und wir können den Wert wieder ganz einfach ablesen. Minus 1,5. Unsere Funktionsgleichung lautet dann, f von x ist gleich 1,5 mal Sinus von x plus 3pi halbe minus 1,5. Hier habe ich ein weiteres Kästchen für dich. Du findest es auf deinem Arbeitsblatt. Pausiere das Video und fülle die Lücken aus. Die Zahl c in y von t ist gleich a mal Sinus von Omega mal t plus phi plus c verschiebt den Graph in y-Richtung. C größer 0 bewirkt eine Verschiebung um c nach oben. C kleiner 0 bewirkt eine Verschiebung um den Betrag von c nach unten. Um die Funktionsgleichungen für y1 von t und y2 von t aufzustellen, lesen wir als erster a ab. A ist gleich 2. Die Periodendauer, eine Periode geht zum Beispiel von hier bis hier. Das heißt, die Periodendauer ist Pi halber. Daraus folgt, dass Omega, unsere Kreisfrequenz, 2Pi durch Pi halber, also 2Pi mal 2 durch Pi, also 4 ist. Für t0 gibt es zwei Möglichkeiten. Wir haben zuvor nämlich gesagt, dass phi nicht ganz eindeutig ist, weil es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie ich meine Funktion verschieben kann. Die erste Variante ist, t0 ist gleich plus pi Viertel. Daraus folgt, dass phi minus pi Viertel mal 4, also minus pi ist. Oder vielleicht hast du für t0 ist gleich minus Pi Viertel gewählt. Dann ist Phi gleich Pi Viertel mal 4 ist gleich Pi. Y1 ist somit 2 mal Sinus von 4 mal T minus Pi. Oder eben mit dem anderen Wert 2 mal Sinus von 4T plus Pi. Das ergibt denselben Graphen. Für y2 von t betrachten wir jetzt noch die Verschiebung. Da hier auf der x-Achse direkt ein Wendepunkt liegt, können wir einfach hier c ablesen. y2 von t ist somit 2 mal Sinus von 4t minus pi minus 3 oder 2 mal Sinus von 4t plus pi minus 3. Sehr gut, du kannst nun die Amplitude, die Kreisfrequenz, den Nullphasenwinkel und die vertikale Verschiebung ablesen. Im nächsten Video werden wir das Ganze kombinieren.